So, wo kommt die Bedingung für die Vorteilhaftigkeit her? Ganz einfach. Vorteilhaftigkeit beinhaltet ja immer eigentlich, dass der Gewinn mindestens 0 sein sollte, am besten größer 0. Also diese Bedingung, der kalkulatorische Gewinn sollte größer gleich 0 sein. Das können wir genauer schreiben als Erlös minus Kosten sollten größer gleich 0 sein. Also Betriebskosten, Abschreibungskosten und Zinskosten. Die Zinsen, die kalkulatorischen Zinsen können wir dann auf die andere Seite holen. Wenn sie sich hier ändern, hatten wir dafür einen anderen Ausdruck, nämlich das durchschnittlich gebundene Kapital, das war das hier. Das war das mit dieser Drei mit dem Dreieck, das wir ausgerechnet haben, mal die kalkulatorischen Zinsen. Dann können wir wieder den Ausdruck für das durchschnittlich gebundene Kapital wieder auf die andere Seite holen. Und das, was dann eben da steht, ist nichts anderes als, dass der Gewinn vor Zinsen, also das hier, geteilt durch den durchschnittlichen Kapitaleinsatz, größer gleich sein muss als die kalkulatorischen Zinsen. Mehr ist das nicht.